Guten Morgen. Guten Morgen. Und bei dir ist wirklich guten Morgen. Ist gerade wieder wach geworden. Sieht man an den schläfrigen Augen. Ja, die ist noch nicht richtig da, ne? Ja, hallo. Hallo. Ich seh mal etwas. Ein bisschen schlappi. Oh Mann! Guten Morgen, wir sehen uns gleich im Laden. Jo, und schwupp, da sind wir wieder im Keller. Ja, meine natürliche Umgebung ist nun mal der Keller. Mensch, wenn ich überlege, was ich früher schon immer im Keller war, wo ich sag mal noch keinen Laden im Keller hatte. Aber ich war immer im Keller und hab gebastelt. Oder dann später in der Scheune halt. Hat ja auch gemacht, hat ja auch gehabt. So ein Grundstück mit so einer, also wie so eine Scheune drauf. Gut, haben wir. Na, zu dem MX3 hier von Katz. Da werde ich jetzt erstmal einen guten Schalter jetzt noch aussuchen und dann zwei Griffe und mit den Bremszügen, da müssen wir halt schauen. Da habe ich jetzt bestellt die passenden Cable-Hänger sozusagen, diese Verbinder, diese Dreiecke, weil hier waren keine dabei bei dem Set. Das habe ich zwar auch als Set gekauft, aber hier waren keine dabei. Schade. Tja, und dann kann ich die Bremse einstellen. Und dann kann ich, ja, dann geht's los. Das ist so toll. Cooles Rad, macht bestimmt richtig Spaß, denn zu fahren. Ja, und dann fahre ich, dann ist meine nächste Ausfahrt wieder. Auf alle Fälle, wenn das Rad fertig ist. Dann bin ich damit erstmal unterwegs. Samstag News mit Wolfgang. Entschieden, oder? Hast du nicht gelesen? Nö. Hertha, starke Hertha, 2:2 mit Bayern, Berlin. Jetzt offiziell Ballaballa. Und morgen liegt Union los. Wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Was gibt's Neues? Ich bin auch schon nicht wieder. Vielleicht ist auch besseres Wetter. Ja. Ich komme mir richtig einsam vor hier. Passiert gar nichts heute. Ist jetzt schon 12:30? Und nichts? Nichts passiert. Ich habe hier ein Rad, das knackt im Tretlagerbereich, meinte sie. Und ich bin damit gefahren und merke aber leider gar nichts. Also ich bin damit gefahren, ich habe das, habe gedacht, Pedalen, vielleicht Tretlager nochmal nachgezogen. Die Pedalen, ja, sie haben Spiel, aber... Dann habe ich den Lenker, der knackte. Der knackt immer noch und ist für mich eigentlich eine Sollbruchstelle hier. Also ich würde denken, der Lenker macht vielleicht nicht mehr lange. Und der knackt noch. Er hat zwar festgezogen, aber der knackt immer noch. Ne? Das finde ich nicht gut.
Ja, das ist es. Knacken vorne eliminiert. Am Lenker. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist, also ich spüre kein Knacken weiter. Die Pedale sind ein bisschen durch. Wie gesagt, aufpumpen könnte man mal. Das wollte ich nochmal machen. Da ist total wenig Luft drauf. Schwimmt richtig weg, wenn ich damit fahre. Tja, muss ich erstmal Rücksprache halten. Das Hinterrad ist defekt noch nicht, aber es hat einen Schlag. Also nicht einen Seitenschlag oder Höhenschlag, sondern die Achse. Mensch, die Narbe hat Spiel. So, jetzt haben wir das. Das müsste ich halt ausbauen. Kontern. Neu. Kronen einstellen. Dann nochmal Probefahrt. Und dann müsste man sehen, tatsächlich, was das ist. Es hört sich aber so an, wenn man eine Weile gefahren ist, kommt das erst. Dann kommt so ein komisches Knarzen. Das kommt bestimmt vom Tretlager. Mit Tretlager hat kein Spiel, nichts, ja nichts, halt hüt. Ach siehst du, ihr könnt es einfach mal ölen. Von außen jetzt, wenn es kaputt ist, gehe ich kaputt. Wenn nicht, dann mache ich es damit kaputt. Das ist das Problem. Wenn ich das jetzt von außen mit Kriechöl behandle, das Lager ist nicht gut. Das sollte man bei keinem Lager machen. Jetzt wird die nur so viel, dann muss man das ja machen. Das ist ja Quatsch. Oh, bin noch nicht auf der Höhe so richtig. So, ja, wie auch immer, auf alle Fälle ist das Lagerspiel hinten, ist erstmal zu beseitigen. Und danach kümmern wir uns um den Rest. Ganz einfach. Ich habe mich entschlossen, das gute Wirt-Schmierstoff zu nehmen, den guten Wirt-Schmierstoff. Und siehe da, jetzt ist es extrem. Jetzt ist es extrem geworden. Es liegt definitiv vorne am Tretlager. Da knarzt irgendwas. So ein Loch. Das nervt natürlich auch. Aber es scheint noch das erste Lager zu sein da oben, was da drin ist. Und ja, da kann das auch schon mal passieren, ne? Na, aber hier knackt es nicht. Also das scheint gut zu sein. Ach, ich baue einfach mal ein neues Lager ein. Ich mach das mal so. Schauen wir jetzt mal an, was das Lager, was da drin ist. Erstmal.
Aluminium. Probieren wir mal. Ich bin gespannt. Ich kriege so, ich folge das wieder ein. In einem Tag hat es Christina da war sich angeschmiert mit Lidschatten auf den Augen, ne? Blau, richtig blau. Und dann sagt sie so, und wie sehe ich aus? So. Und hat ja so ihre 5 Minuten gehabt, ne? Und Tina und ich müssen so ein bisschen lachen, ne? Und Nino kommt auch so an. Man siehst du hässlich aus. Und geht weiter. Tina und ich haben so gelacht, das war so witzig. Nino, das ist so lustig, die ist so trocken mit ihrem. Und die weiß das ja nicht mal, ne? Das ist so lustig. Man siehst du hässlich aus. Jo, gut. Na dann danke erstmal für den Schlauch. Ich habe mir das in meinem Terminkalender notiert. Ich fahre jetzt nämlich noch in der Werkstatt. Ich habe nicht so viel Lenkung im Spiel, Spiel in der Lenkung. Man kann mit Lenkrad eine Füllumdrehung drehen und die Räder drehen sich aber nicht. Man geht sehr gern zur Schule. Ja, das habe ich schon gehört. Das ist wunderbar. Ja. Also nach der Flaute mit dem Kindergarten. Sie hat gesagt, am liebsten würde sie dort übernachten und gar nicht mehr nach Hause kommen. Also Moment mal. Na, aber das ist ja toll. Also das ist ja, also im Moment halt ist es so, aber ja, das ist wunderbar. Das ist natürlich diese Anfangseuphorie. Mal gucken, ob es anhält. Ja. Aber erstmal ist sie positiv eingestellt. Ja, ne? Ja, sie sagt auch so lustige Sachen. In einem Morgen weckt sie und sagt, komm, du musst aufstehen, es ist wieder Schule. Ne? Ja. Was? Schon wieder? Wann habe ich endlich Ferien? Das ist so niedlich. Aber sie geht total gerne hin. Sie nimmt sogar ihre Schulhefte nach der Schule mit nach Hause, um sich das nochmal anzugucken. So, da liegt sie einmal, glaube ich. Naja, das ist ja. Also, die ist da total dabei. Ja, toll, 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 toll. Ja. Ist ein bisschen verplant, so ein zerstreuter Professor, aber. Ja, das macht er nicht. Das ist ja durchaus eine positive Eigenschaft. Ja. Bitte, schön, zack, und weg. Oh, ja. Jaitschik, Jaitschik. So, jetzt haben wir auch noch die Pedale getauscht. Und es knallt immer noch? Ich weiß es nicht, ich habe gerade eben gemacht. Ich habe jetzt die Schaltröllchen hinten gemacht, die Kettenblätter festgemacht, die Tretlager getauscht. Was rein hier das alles? Achse gefettet. Und kannst du die Tretlager nicht mehr ausbauen, das ist das Problem. Das war bestimmt kaputt. Ja, naja, klar. Ich hab's ja gefettet und wurde lauter. Jetzt knarrt's aber ein anderes Tier wieder. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Das ist ein Hilferuf vom Fahrrad. Ich bin schon so lange hier dran an dem Ding. Was ist denn das da unten drunter? Das wird jetzt verkranstet. Unter dem Rahmen. Was? Was ist das? Dieses Kabel. Ach, das ist jetzt schon. Das Einzige, was ich nicht täuschen kann, ist, hinten war das Lager kaputt. Also, nicht kaputt, sondern hat das Spiel. Es könnte halt sein, dass es kaputt ist. Aber das kann ich ja nicht einfach so tauschen. Jetzt habe ich richtig viel gemacht, dann irgendwas.
the only color you got? Yes. Do you have any straps, the plastic straps? Yeah, we have. Do you also sell bikes? Yeah. Fixies? No. Letzter Runde. Ja, was soll ich sagen? Ja, was ist los? Natürlich ist es mir wahrscheinlich anzusehen, dass es nicht blenden geht und ich auch wieder Hilfe brauche, aber ich. Du kannst ja nicht herkommen, bloß wenn du Geld brauchst für Zeug, ey. Das ist doch scheiße, keine Hilfe. Verstehst du das? Das ist genau das Gegenteil davon. Kann ich doch nicht machen. Ja. Und außerdem, wo du Geld hattest den Tag, wolltest du herkommen, sollte ich dir einteilen, kamst du nicht. Ja, weil ich ja da am Montag war das. Am Montag hast du es ja nicht geschafft, aber am Dienstag hast du es dir geholt. Genau. Und am Dienstag solltest du vorbeikommen, kamst du aber nicht. Ja. Das ist doch scheiße, denn wenn du mir Geld nicht gibst, nicht abgibst, dann kann ich nicht einteilen. Wenn du nicht einteilen kannst, verballerst du dann an dem Tag, fertig aus. Ja. Das bringt dich doch nicht weiter, das musst du doch mal merken. Ich will dir helfen, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir so nicht helfen, so kann ich dir nicht helfen. Ja, das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile so, dass ich jetzt ein paar Stunden draußen rumsitze und mich gescheut habe, hierher zu kommen, oder? Und aber das ist eigentlich nicht der Punkt, wo ich anfangen will. Du hast hier noch 10 Euro gut. So, die kannst du gerne haben, aber mehr gibt es nicht. Dann, ich strecke nichts mehr vor. Na, es geht doch ja nicht ums Vorstrecken. Es geht darum, dass dir das Scheiße nicht gut tut, Mann. Das weiß er selber. Auch wenn du dir das mal vielleicht geil findest, denn oder so in dem Moment. So für diese Sekunde oder 2 Sekunden oder was. So, ich mag ja alles sein. Das weiß ich nicht. Kann ich mich, wie gesagt, nicht reinversetzen. Warum, wieso, weshalb? Aber wenn es dir danach stundenlang scheiße geht, kann das irgendwie rein von der Logik irgendwie nicht hinhauen. Im Prinzip ist es aber auch der Alkohol. Ne? Der naja, man macht was dagegen. Es ist ja nicht so, dass einem nicht geholfen wird hier. Nicht, ja. Du wirst hier nicht fallen gelassen oder so. Du kannst ja was dagegen machen. Du warst in Therapie und du warst auch schon mal das und nicht so eine Zeit wie davor. Ich meine, du bist ja auch noch eine Weile offen. Ja, aber mir ist doch nicht immer im Winter, wenn es kalt wird quasi. Wisst ihr, was ich meine? Geht halt nicht. Du musst auch mal wirklich konsequent für dich das endlich raffen. Für dich halt so. Nicht für mich, nicht für deine Mutter, nicht für irgendwen anders. Nicht für den Staat oder irgendwas, der bei dir da irgendwas noch von dir wollen. Hörst du alle Scheiße? Ja, du musst das für dich auch wollen. Und Mali sagt ganz klar zu mir, der ist noch nicht so weit. Der ist noch nicht so. Der hat den Tiefpunkt noch nicht gesehen. So, den absoluten. Für dich ist es immer noch so irgendwie okay, dass du draußen rumläufst, ein bisschen Geld organisierst, ein bisschen kurz hier arbeitest und dann immer wieder so, das ist für dich noch so, ist, du hast dich damit arrangiert, mit diesem Ablauf. Zwei, drei Stunden arbeiten, irgendwie so, zwei, drei Stunden betteln, dann wieder so, zwei, drei Stunden irgendwo im Park liegen, gammeln, also ausschlafen, ein bisschen trinken und damit, wenn solange du, wie du dich mit sowas zufrieden gibst, kann es einfach nicht sein. Das will, möchte ich nicht Teil dieser Kette sein. Ganz einfach. Du bist ein guter Schrauber. Ich mag dich. Du kannst was. Und du bist noch nicht tot. Ganz einfach. Du hast eine Zukunft. Du kannst was reißen. Aber du musst zuerst bei dir selbst anfangen, das zu wollen. Und solange wie du das nicht willst, ehrlich willst, nicht nur wegen mir, wie gesagt, oder wegen wem anders, sondern nur wegen dir, nur wegen Scheiß dir. Solange dir gesundheitlich noch nicht dreckig genug geht, machst du das nicht. Und das muss nicht erst so weit kommen, dass du so gesundheitlich komplett fertig bist. Wenn ich im Rollstuhl sitze, dann kann ich schwer hier runterkommen. Da bräuchte eine Rampe ein. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich meine, gesundheitlich ist ja auch ein bisschen Kopf, ein bisschen
zählt alles dazu. Dann, ich meine, es fängt ja schon an mit den Händen. Ja, aber hör mit den scheiß Drogen auf und ich schwöre dir auch, das ist auch was anderes. Auch mit dem Alkohol, das ist ja nicht, also ist ja auch eine Droge in gewisser Weise, auch wenn es eine Softdroge ist, aber was auch immer, wie auch immer, wenn man nicht schimpft. Ja. Alkohol ist auch nicht gut für sowas. Ne? Das ist wenn die in Mengen halt ist, das halt ein Slang gibt. Ja, du bist ja immer alle besser als jeder Biologe, aber trotzdem geht ihr das ein. Soll gar nicht so weit kommen. Versucht den Absprung vorher zu kriegen. Ich kann dir einen Zehner geben, kurzum, jetzt, weil den hast du erarbeitet irgendwie. Also hast du, irgendwie habe ich den so zumindest gut geschrieben. Ja. Noch, aber das war. Mehr geht nicht für dich. Klar, muss irgendwann ein Ende haben, und, aber wir wollten ja auch so eine To-Do-Liste machen, womit ich kommen wollte. Ja, aber hast du und nicht. Dann Montags muss man da anrufen. Mal anrufen. Entgiftung ist ja wieder was anderes. Genau. Entgiftung, dann brauchst du nicht mehr den Scheiß mit der Lohnenarzt. Da, dein Gott. Genau, nee, man muss das Montag klären und am Mittwoch kann man fahren. Kann man am Mittwoch direkt fahren. Ohne kommst du nicht einfach zu mir und sagst, ich habe einen Termin. Und ich gehe dann und dann los. Warum kommst du immer nur mit, man müsste und man könnte, aber eigentlich will ich noch gar nicht sozusagen. Das schwingt ja damit. Eigentlich bin ich noch nicht bereit dafür. Eigentlich habe ich Angst davor. Eigentlich habe ich diese eigentlich Sachen, was auch immer, existieren ja irgendwo bei dir. Schalte das ab und mach einfach. Zieh das einfach durch. Das wäre der Weg. Das ist der Weg, nicht das wäre. Ja. Das ist. Das kann nur der Weg sein. Das kann der einzige mögliche Weg sein. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg für dich. Oder den Weg in die Kiste. Ganz einfach. Den gibt es sowieso für uns alle. Aber für den einen ein bisschen luxuriöser vielleicht. Nicht von der Ausstattung der Kiste, sondern einfach nur von dem Weg dahin. Mach's dir bequem. Oder macht es zu so einem Scheiß, so ein Häufchen Elend, was vor einem steht und sagt, bitte, 4 Stunden noch einen Zehner erarbeiten. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Du sollst den noch gar nicht erarbeiten, verstehst du? Das hast du ja immer noch nicht kapiert. Du kannst den nicht erarbeiten. Das ist nichts. Das soll doch keine. Du nutzt es trotzdem aus, trotzdem du weißt, dass du. Dass du nicht dafür gedacht hast, nutzt du das schon so als so eine Art, naja, so eine Art Dauer. Ach, das funktioniert ja irgendwie. Mal schlechter, mal besser. So. Und dann kriege ich da mein Geld immer so. Das ist scheiße, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nicht Teil dieses Systems sein. Das ist Fakt. Du musst schnellstens was ändern. Daran. Okay? Ja? Kann ich nicht. Halt. Hast du ja alles schon gesagt. Ja. Pass auf dich auf. Na schön, Felix war uns besuchen, toll. Um Geld abzuholen. Ja, ich weiß schon, ihr habt ja recht, er will nur Geld, er hört sich das alles an. Und mir das ganze Blabla geht hier rein, drüben raus. Ja, aber, check machen. Ja, ich suche jetzt mal die Sattelstützengröße raus hier für das. Nee, Rindsbelege. Ja. Werde ich das machen? Danke.
gibt's nichts zu machen. Oh, ist schon fertig. So, was haben wir hier? Ein Haufen sinnlosen Quatsch. Heute nichts passiert. Heute nichts passiert. Und die spielt Panda. Panda, bla bla. Panda, irgendwas? Panda Fashion. Panda Fashion, Fashion Panda. Wir machen Feierabend. Ich mach Feierabend. Ist nichts passiert heute, tut mir leid. Was soll ich machen? Ist auch nichts los. So, meine Tochter macht die Abmoderation. Was denn? So, das, ja. Pause. Ja, ihr seht mich. Also, auf jeden Fall, wenn euch das. Also auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video, naja, nicht so gut gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video nicht so gut gefallen hat, also gar nicht, dann macht einen Daumen nach unten. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr die Daumen nach oben macht. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht morgen. Papa, sehen wir uns morgen mit der Kamera? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Natürlich nicht. Vielleicht, naja, was heißt morgen? Also morgen mit Sicherheit. Weil das Video schneide ich ja erst am Morgen. Am Morgen, genau. Das schneide ich nicht heute. Soll ich nochmal sagen, ey, heute ist ja Samstag. Heute mache ich nämlich frei heute Abend, damit ich mit der Familie ein bisschen Zeit habe. Yay. Und dann gucken wir mal, ob ich das morgen alles hinkriege mit dem Schneiden. Oder wie schnell die Familie jetzt eingeschlafen ist, dann schneide ich doch heute. Also mal sehen. Daumen hoch. Daumen hoch. Auf alle Fälle Daumen hoch. Niemals den Daumen runter, dann möge er euch abfallen, wenn er nach unten zeigt. Aber schreibt auch in die Kommentare. Genau, schreibt Kommentare. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Tschüss.